im Parcours hier. So, den Zwischenapplaus jederzeit natürlich dankbar, jedes Team hier. Das war schon mal grandios. Einzigartig. Schaut gut aus. Sie ist da bereits im Jog unterwegs, auch die Mary. Ja, teilweise sieht man, ist das Reiten eine einfachere Aufgabe als das Nichtreiten. Mit leichter Anstrengung. Man sieht hier auch, wie ruhig der Manfred bleibt bei der Unterstützung. Ins Artistische hinein. Auch hier Mary und Marty Cooper nahezu synchron hier. Marty, yeah. Mit Schwung gekonnt hier. So, der Wind hilft hier leicht mit. Danke, lieber Wind. Aber danke, lieber Mandy. Und vor allem, das ist... So. Jetzt noch einmal Applaus für Mandy, wenn man anfeuert noch im Berlin weiß hier. Das ist okay. Super, Mandy. Und im Endstopp. In Vorbereitung bitte dann die Startnummer 3, die Bernadette Kina und das Sepulva. Sie werden die Nächsten sein. Inzwischen die Karin cool unterwegs hier mit der Scheibenruhe, damit gar nichts verschüttet geht hier. Super! Der Wind hilft ein bisschen mit. Ja.
Nur die Becken ist noch ein bisschen vorsichtig. Ja, yeah. Super Becken. Ja, mein Sie nein. Und die Tonnen herum. Und noch einmal. Und das Ziel. Ein Foto haben wir auch und los geht's mit unserem Team 3, die Bernadette und der Sepp und die Dina als leichte Unterstützung hier mit. Der Sepp hat eine eigene Technik zum Tennisball und die Ausrichtung der BATA Trophy fast. Ja, wir haben hier eine Vierhand-Fangtechnik. Wir sehen die probieren auch mitzufangen, zumindest schaut sie. Wir sehen die ist ein richtiges Tennisball-Cutting-Horse. Gut, der Sepp, der war schnell fündig jetzt hier. Unsere Golfgräberstation oder Hufeisengräber. Locker in der Waage, in einer spitzen Haltung mit der Scheibtruhe unterwegs. Die Bernadette ist einfach locker. So, der Jugendliche ist noch mit der großen Rolle in der linken Hand. Das ist ja ein Spitzenteam hier. Unser Kursi-Duett. Das war's. Die Sende in ihren alten Tonnentagen, wenn sie noch mal zum Rennen fährt, hier rund um die Tonne herum. Jetzt auf die Das wird man einen Galopp von der Dina sehen, da runter. Ich glaube, die Dina galoppieren kann. Spring auch nochmal. Einmal. Okay, gut. Eine Runde mit Teddybär. 18 Mal die Straße runter und 18 Mal auch rauf. Ich war ganz als letzter dran und trug ihn auch wieder hinauf. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das weiß ich ganz genau. Ja? Und er hilft mir auch die ganze Zeit schon. Hopp. Ich schluckte und sagte, ist schon gut, mein Sohn. Und hopp. Super! Dann fuhr ich los und mein Gerät, das war noch auf dem. Gräb und Gräb und Gräb. Jawohl, Skandal und Rosi! Und wurde fertig. Super, Rosi! Absolviert. Mach mit dem fertig. Ja, versucht es mit Schwung hier. Ja. Hey, super. Super, ja. Hey. Da geht der Stab auf hier. Hey. Thank you.
wird ihr mich verstehen. Da bringe ich dir doch ne Ringe. Für gar wie tu ich alles. Dann will ich sagen. Gut, hier ist unsere Pfeifermaus hier flott unterwegs. Tolles Wetter haben wir. Tolles Wetter haben wir. Absolut cool hier am Schwebebalken. Mit der große Rolle in der Hand. Hier zählt der Tor von Kreislauf. Runter geht's. Dann geht's los und es geht los. Und Erich im Sprint bereits. Das sieht hier. Wie Thomas Müster früher behandelt er hier den Tennisball. Oder Erik, komplett locker im Knie heute. Schauen wir mal. Bus bei Bütteln, Erich bei Bütteln. Schaut nicht schlecht aus. Jetzt im Schleichschritt unterwegs. Doppelten Schwebebalken hier. Der Erich elegant mit Telemark herunter. Fahne durch. Super. Jetzt was Besonderes. Erich mit Pferd. Yeah. Hier der Fußball noch einmal auf die Tanne rein. Das ist locker im Leichtrad hier. Und noch so Ziel und Stopp. Dankeschön, Rotter, und es geht los. Bitte sich darauf vorzubereiten, dass Team Nummer 10, die Jasmin Haubenhofer und die Frau Isabella, die nächsten dann sein. Und bei Jan, auf der zweiten Seite hat so eine große Rolle. Und beide gleiten darüber, nahezu schwebend hier. Okay, seid ihr so schier zu meiner Nichte! Seid ihr so schier zu meiner Nichte!
sonst komme ich auch weg. Jockey ist wieder bestiegen und jetzt geht es durch unsere Flatter-Fähnchen hier durch. Ganz cool. Super, ja. Alle anderen auch hier. Hoppe an. Der Jockey regt sich inzwischen ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller, Jockey. Sie können sich alle erinnern, der mit dem Wolf, dann geht's los und sie geht runter und los geht's. Und Team Nummer 9 hat 10 bereits, die Jasmin und die Isabella und die Maya da oben. Und bereits ausgebildet, das war Spitze. Wirklich, ja. Besichtigung. Herr Meier. Jetzt die Isabella noch im Jockey unterwegs. Und wir sind schon kurz. Wir sind anfangen. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Auf die Tonnen herum. So, noch einmal und dann geht's ab. Und das Ziel geht. Wenn die Hand runter geht, dann geht's los. Und sie geht runter und es geht los. Der Parker schaut sich die Ostdimension an. Und darüber. Ja, das war Spitze hier. Und die Manuela greift gerade hier die Goldgräberstation, wo es Hufeisen zu finden gibt. Zwei Stück. Ja, die Manuela greift immer noch. Super, Manuela, alles gefunden, was wir brauchen. So locker und synchron darüber, ja. Und auch der Buggy ist wieder bestiegen. So, bitte hängen wir die Schnur. Die Schnur für Gerd. Hey! Hey!
looked so renewed, it was a nourishing thing. And I remember Mom as she stood it in the water, and we could all hear her say, Oh, that's good. Cool. Yeah. Da bi jedan prata ti Ani oti Šošona. Neke će gemütlich an. Soba Pian! Wir sind gut unterwegs hier. Geht los! Die Simone, die Manuela und die Sandy nähern sich bereits hier. Und darüber, hier über unsere Autoreifen, die Manuela oder neue Technik. Die Spreng- und Suchtechnik. Gott sei Dank. Gott sei Dank, wirklich. Das war nicht ohne. Ja. She's singing, and I'll watch her, and I'll
So, ja. Bravo! Das ist die Variante, die am meisten Punkte bringt. Schwieriges Hinterwesen für die Simone. Das sein die. Ja. So, und jetzt noch einmal um die Donner herum. Simone bereits. Hopp, hopp. Die erste Donne haben wir geschafft. Die zweite kann auch kein Problem sein. Und noch einmal. Hey! Hey! Und es wird die durch Ziel und durch. Ja, das war nicht schlecht. Los, und sie geht runter und los geht's. So, gleich im Jog die Reifen genommen. So gut auch. Auf der gelbe Ball tut fast, was man will. So, inzwischen sind wir schon sehr weit durch die Zahner durch. Einmal um die Donner herum. So, Alex. Erste Donne, leicht abgestorben, weiter geht's. Und die zweite Donne. Ja. Super, und durchs Ziel und das war absolute Spitze von der Zeit her, möchte ich nur sagen. Und es geht los für unser Team Nummer 16, Andrea Martina und der Lenzer. Sylvia's mother says, thank you for calling. And said, won't you call back again? And the operator says, Lord, he said, die Martina wurde sehr schnell fündig. Hier sind wir bereits Richtung Schwebebalken. Unsere große Station hier. Auch hier bewältigt. Schaut sehr gut aus. Hier noch von der anderen Seite. Das ist die, naja, die britische Seite. Oder auch nicht. Und cool durch die Fahnen. Ja. Und es geht los und hopp, hopp, hopp. Ich kann anfeuern. Und kurz davor jetzt noch die Andrea und der Leiter vor den Donnern. Und es geht los und hopp, hopp, hopp. Ich kann anfeuern. Die Andrea. Ja, gut aus, eine Donne gefunden. Und dann runter ist Odin, wenn sie runter geht die Hand, dann geht's los für das Team 17 und es geht los
Ja, da muss ich auch. Der Bauer und doch, dann machen wir die Siege. Ja. Okay. Ja. Starten. Weiß. Super. Wie ist denn das? Ist das? Das ist ein Susi. Das ist ein Susi, glaube ich, gell? Ja. Der Ball, ja. Der Ball super. Kämpft noch mit den gelben Ballen. Super Ball! So, empfangen spielen sind sie mal Spitze hier, das schaut sehr gut aus. Und ein Spitzenwurf noch, Doppelwurf. Und schon nähern wir uns wieder dem Schwebebalken. Der Spitzenteam hier, alle drei Teilnehmer gleich groß. Sie ausgeglichen. So, der Rani denkt sich da, was passiert da jetzt von der anderen Seite. Es ist passiert, oben. Das sind keine extremen Feelings. Zeigen wir jetzt noch die Fahnen. Ja, super, super, Ami. Jetzt geht's nochmal durch Schnurli und der Pauli im Jog. Und die Tore anfeuern, hopp, hopp, hopp. Er macht es in so einer Dölt-ähnlichen Bewegung. Schaut super aus. Noch einer, die letzte. Und noch einmal im Kopf durch der Anni und stopp. Dann geht's los. Das letzte, das sind 4 Jahre her. Vier Jahre her. Vier Jahre schon. Wohlzeit. Ich bin immer gereicht und dann nicht zusammen. Stimmt, ja. Zuerst haben wir gesagt, alle 2 Jahre, da sind wir irgendwie nicht zusammengekommen. Letztes Jahr hat sich ja übrig. Das Team. Janosch. Seine beiden Banner-Mädels, der Irina und der Petra, bereits im Schwebebalken positiv. Werden wir noch einmal von der anderen Seite besteigen. Das war sehr cool. Das mit der Schnur war nicht so ein Problem bei der Größe. Inzwischen die Petra. Sportlich unterwegs noch einmal hier. Und es geht noch mal um die Tonne nach oben. Hopp, hopp. Macht die Simone gut noch was für ihren Körper heute. So, dann gehen wir von Doxa hoch mit der Cover auf den Rolling Stone. Jetzt Richtung Ziele, jetzt unser letztes Team hier. Und wir sind. Gut. Ich komme einmal, Bernd, wir sind schon Leute. Ja. Ein herzliches Dankeschön an unser letztes Team 18, die Irina, die Petra und natürlich den Janosch, der hat die Sache gut gemacht. Das war's jetzt. Ein herzliches Dankeschön jetzt an alle Teams hier, sei es jetzt
die oben gesessen sind, die mitgetan haben, natürlich auch an die Pferde.